The Wisps, meine lieben Freunde, wir sind hier am Abklappern. Wir klappern die Map ab und gucken jetzt nochmal, warum ich nicht hier hinkam, zu dieser Energiezelle. Die will ich ja dann schon ganz gerne haben und brauchen und... Ja, da gucken wir mal, was da Sache ist. Kann ja nicht angehen, ja, dass es Sachen gibt, die wir nicht bekommen. Okay, hier runter. Au. Ah, es ist angenehm, dass wir keine Luft mehr holen müssen, ne? Unter Wasser. Mega. Mega. Hau ab. Ja, hier hoch. Hier hoch. Ich glaube, den hätten wir gebraucht. Aber ich kann... Ich kann keinen Lichtstrahl senden hier. Leute, ich mach's einfach so. So ist es nicht gedacht, aber es ist mir scheißegal. Wir haben sie. Wir haben sie. Und das ist das Wichtige. Okay, sehr gut. Die hier, das hatten wir versucht, ne? Da kam ja dieses Zeug von unten. Das können wir nicht machen. Gut. Dann würde ich sagen, bevor wir das jetzt machen, gehen wir nochmal hier hin, quasi an die Base, und schauen nochmal gerade von Hand zu Hand. Laterne. Aber wir haben, glaube ich, noch einen Samen übrig, den wir noch unserem Gärtner bringen können. Oder hatten wir das gemacht? Ich weiß es gerade nicht mehr. Wir gehen nochmal gerade zum Gärtner. Und dann gehen wir zur Luma sehen. Ja, wir hätten auch gelacht, wenn wir jetzt die Luma sehen nicht mal langsam machen können, oder? Hast du eigentlich hier nochmal irgendwas Neues, Doc? Ja, die Spitze haben wir geklärt. Ja. Hab ich. Klar geht das. Geht easy. Da müssen wir auch nochmal hier alle Moki abklappern. So, was ist mit dir hier? Too late. Zeig mal gerade. Nee, du sollst mir die Projekte zeigen. Ah, okay. Oh nee, dann haben wir das schon gemacht. Also den sechsten Samen haben wir nicht. Gut. Okay. Mir lässt das hier keine Ruhe, ne? Wir gehen jetzt hier hin. Ich will da die drei Dinger haben. Ich weiß, ich hasse die Eiswelt und ich wollte das vor mir herschieben. Aber ganz ehrlich, wenn wir es haben, haben wir es. Und dann muss ich nie wieder hier hin. Das ist für mich wichtiger. Warte mal, wir können das hier auch einmal gerade auffüllen. Jetzt sogar die Frage, wie wir da hinkommen, aber ich werde schon irgendwie einen Weg finden. Fragezeichen. Aber wir müssen hier hoch, ne? Das ist doch nervig. Was ist das eigentlich hier für ein Raum? Ah, guck mal hier, was ist das? Waren wir da? Ich weiß es nicht. Egal, wir müssen hier wieder hoch. Allerdings ist es gerade irgendwie die Frage, wie ich hier weitergekommen bin damals. Hm.
Also jedenfalls nicht. Ach Mann. Ich dachte, man könnte den anderen bumsen, aber hat man nicht. Hier. Aber hier waren wir, oder? Ja. Alles klar. Okay, jetzt irgendwo über uns. Ach, hier ist das. Och nein, ich weiß jetzt, welcher es ist. Nur hat man dran vorbeigekommen. Aber wie komme ich da ran? Yes. So. Erstmal hier wieder weg. Okay, den haben wir. 81%. So, jetzt die beiden. Ich portel mich hier einfach wieder hin. Wenn wir es schon können, dann machen wir es auch. Okay, dann müssen wir jetzt da runter. Das ist eigentlich da, wo der Mr. Wolf ist, ne? Hallo, ich bin Mr. Wolf. Ja, nicht Wolf, Bär. Ich sag mal Wolf. Das ist ja ein Bär, ne? So, hier können wir easy dran. Haben wir. Perfekt. Gerade. Okay, jetzt über uns. Jetzt über uns. Okay, dann müssen wir da lang. Haben wir den nicht mal geholt? Okay, cool. 86%. Siehste, haben wir die drei doch geholt. Das war auch alles, was ich wollte. Ich überlege gerade, ob man hier nochmal irgendwie hoch sollte, auf die Spitze. Und ob es da noch irgendwas gibt. Allerdings will ich jetzt hier auch nicht rumtesten. Lassen wir mal. Aber kann ich mit dir eigentlich noch reden? Habe ich mit dir schon mal geredet? Hallo, ich möchte gerne mit dir sprechen.
Ich träumte im Schlaf und schrieg. Der Winter des Verfalls war lang und kalt, doch die Erinnerung an Wärme gab mir Kraft. Kann ein Wesen, das Licht nie kannte, wirklich der Dunkelheit entkommen? Vielleicht, oder vielleicht würde sie stattdessen versuchen, uns alle zu ihr in die Dunkelheit zu ziehen. Nee, nee. Nee, nee. Okay. Cool. Ja, Leute, dann würde ich sagen, es bleibt uns nichts anderes übrig, als jetzt nochmal zurück zu den Luma-Seen zu gehen und zu gucken, ob wir da noch irgendwas machen können. Es ist nur die Frage, was der schnellste Weg dorthin ist. Ich glaube, dass wir einfach am besten laufen. Tatsächlich. Weil es da wieder kein scheiß Portal gibt. Warum auch immer. Waren wir hier? Nö. Zack da. 4077, meine lieben Freunde. Ja, hier runter. Auf zu den Luma-See. Au. Au. Autsch. Und hier geht's nicht mal weiter. Geil. Oh yeah. Oh yes. Ein Stück weiter. Luma, 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 See, Luma, Luma, See, Luma, Luma. So, ihr dreckigen Luma sehen. Was ist jetzt hier Sache? Kann ich irgendwas Neues, um da weiterzukommen? Ich weiß es nicht. Wir müssen erstmal wieder darüber. Und hier waren ja auch noch so zwei, Ach, fuck. Okay, warte mal. Wie war das denn nochmal? Fuck! Ja, das kann man wohl schaffen, oder nicht? Warum geht das nicht? Man darf die Dinger nicht mal berühren, oder was? Ich weiß nicht. Ich darf jetzt nur halt wieder nicht sterben, ne? Das muss man zweimal schaffen. Alter.
Yes. Got it. Okay, sehr gut. Habe ich für dich irgendwas Neues? Hast du Cola gefunden? Ja, habe ich. So, hier kam jetzt, glaube ich, die Passage, wo ich nicht weiterkam, ne? Und da unten ist noch irgendwo einmal Asche. Was ist das denn jetzt schon wieder? Wollt ihr mich verarschen? Okay, da kann ich nicht lang. Mann. Ich will einfach nur hier hoch. Okay, kann man das so. So, was war jetzt hier? Wieso kam man hier nicht weiter? Will ich nicht hochkommen, ne? Aber jetzt können wir zumindest mal versuchen, mit den Dingern hier weiterzukommen. Und finden auf jeden Fall schon mal Garlock-Erz. Gorlek. Ja, ja, Gorlek, Garlok. Und hier kommen wir jetzt, glaube ich, auch weiter. Yes, das ist doch gut. Und hier steht der Mr. Tok. Die Fische beißen, aber nicht nur den Köder. Aber Haut und Federn riskiert, um einen zu fangen. Schade, dass wir nicht diese Unterwasserpflanzen sind. Die ziehen sich bei der kleinsten Berührung ein. Wenn meine Schwanzfedern das könnten, wäre das Angeln deutlich weniger schmerzhaft. Pah. Okay. Hier ist auf jeden Fall ein stillgelegter Speicherpunkt. Hier haben wir... Und nochmal Garlock-Erz. Sehr gut, wir haben 5. Da ist der Kartenmann. Aber den müssen wir von der anderen Seite besuchen. Ah nee, ey, das hier habe ich auch noch nicht begriffen, ne? Was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt komme ich da durch? Was war das? Okay, das hängt irgendwie mit diesen Dingern hier zusammen. What the fuck? Ja, das muss man mir auch mal sagen, ne? Was ist das denn? Ey? Hängt das mit den Dingern hier zusammen? Ist denn noch diese eine Passage, wo das mit den Dingern hier war? Wo ich nicht wusste, warum das jetzt auf einmal aufgegangen ist? Jetzt wissen wir es. Das ist ein Bullshit. Okay, warte mal, den hier. Wo war das? Wo war das? Scheiße. Aber kann ich das nicht sogar selber aufbomben? Warte mal. Nein? Okay, nein. Die Antwort ist nein, Brilli. Aber hier, warte mal. Wir haben das Portal jetzt aktiviert, weil wir das Wasser abgelassen haben. Vielleicht war das aber gar nicht so klug, dieses Wasser abzulassen, weil jetzt ist es vielleicht was schwieriger. Mal gerade hier. Psst, nicht bewegen! Du machst den Fischen Angst, sie sind sehr flink. Wenn ich nur ein Netz hätte, dann meinen sie es kaputt. Hätte ich einen Faden. Du hast nicht zu leicht was Faden dabei, oder? Oder noch besser, Netz. Nein. Oh, nein, hab ich leider nicht. Sorry, Mann.
jetzt unorthodox einfach mal hier hoch. Weil ich da unten jetzt nicht weitergekommen bin. Da oben ist eine Lebenszelle. Die kriegen wir ja wohl, oder? Die Folge ist auch zu Ende. Ach scheiße, hier ist eine fucking Wand vor. Ja gut, Leute, dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder bei Ori and the Will of the Wisps. Ich sag tschüss, macht es gut, bis zum nächsten Mal, euer Brady.